Hi, ich bin Ben und das ist Was geht ab mit den Happy News am Donnerstag. Entschuldigen Sie, ist das Kunst oder kann das weg? Das hat sich wohl auch eine Putzfrau gedacht. Zugegeben, bei moderner Kunst ist es ja oft so ein bisschen schwierig, die Bildsprache des Künstlers zu interpretieren. Was möchte uns der Künstler mit diesem schwarzen Strich auf dem weißen Hintergrund nun sagen? Ist es vielleicht die immer noch vorherrschende Diskrepanz in den Köpfen mancher Menschen, die immer noch das Klischee-Denken zwischen Schwarz und Weiß in sich führen? Man weiß es nicht. Vielleicht auch einfach nur ein schwarzer Strich auf Weiß. Vielleicht hat er einfach gesagt, hey, mir gefällt dieser Strich. Eine Stufe schwerer wird es dann bei Kunstinstallationen, die auch noch mit Alltagsgegenständen gemacht werden. Das musste sich wohl auch eine Putzfrau gedacht haben, als sie in einer italienischen Galerie sauber machte und einfach mal ein Kunstwerk vom New Yorker Künstler Paul Brunker wegschmiss. Das Werk bestand aus Pappe, zerknülltem Papier und so ein paar Essensresten als Topping obendrauf und die Putzfrau hielt es für Müll und schmiss es dann einfach weg. Wer kann ihr diese Verwechslung schon übel nehmen? Brunkers Installation hatte einen Wert von 15.000 Euro und sollte auf die Umweltverschmutzung ein Stück weit aufmerksam machen. Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass so etwas passierte. 2001 wurde bereits eine Zigaretten-Kaffee-Installation vom Künstler Damien Hirst weggeschmissen. Ist das Kunst oder kann das weg? Könnt ihr euch noch an den Film Forrest Gump erinnern? Ein absoluter Klassiker, 1994, was für ein guter Film mit Forrest the Gump. Kennt ihr wahrscheinlich nicht mehr, ihr seid da wahrscheinlich auch nicht mal geboren. Trotzdem solltet ihr euch den Film mal reinziehen. Lieutenant Dan hat Forrest ja erst das Leben so ein bisschen schwer gemacht, wurde dann aber zu seinem besten Kumpel. Beim Krieg in Vietnam verlor er beide Beine und war dann auf die Hilfe anderer angewiesen. Der Schauspieler Gary Sinise hat sich von seiner Rolle als Lieutenant Dan inspirieren lassen, um tatsächlich etwas für Vietnam-Veteranen zu tun. Deswegen hat er im Februar 50 ehemalige Soldaten zu einem All-Inclusive Super Day ins Disneyland in Kalifornien eingeladen. Dabei besuchten sie dann auch die Paramount Studios und konnten sich bei einer exklusiven Privatvorführung den Film nochmal reinziehen und dann auch noch Tom Hanks höchstpersönlich treffen. Viele der Veteranen müssen wegen ihrer damaligen Kriegsverletzung immer noch dauerhaft ins Krankenhaus und freuten sich deswegen umso mehr über so einen grandiosen Tag. Reddit sorgt ja für Millionen von Internetnutzern für die tägliche Dosis Unterhaltung, News und auch ein bisschen Blödsinn. Ihr Geld verdienen sie, wie so viele andere Websites auch, mit Werbung. Damit sie zeigen können, dass ihre Community noch zu sehr viel mehr gut ist als nur diese einfachen Werbeeinnahmen für sich selbst, haben sie sich jetzt entschlossen, 10% ihrer Werbeeinnahmen für wohltätige Zwecke zu spenden. Die Nutzer können dann selbst über 10 Non-Profit-Organisationen abstimmen, denen das Geld dann gespendet wird. Schon 2012 haben die Redditors 80.000 Dollar gesammelt, um ein Waisenhaus in Kenia zu unterstützen. Und auch nach dem Terroranschlag in Boston schickten sie Unmengen von Pizza an die Menschen, die dort festsaßen. Coole Aktion, wie ich finde, sollte auch YouTuber machen. Die machen ja mittlerweile Milliarden mit Werbeeinnahmen. Da würde schon 1% reichen, um was richtig Gutes zu tun. Oft wird ja gemeckert, dass die Medien nur sehr einseitig über bestimmte Ereignisse berichten. Das ist auch aktuell der Fall, wenn es um den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland auf der Halbinsel Krim geht. Eine Nachrichtenmoderatorin hat sich jetzt live gegen die einseitige Berichterstattung gewehrt und damit im Netz Wellen geschlagen. Abby Martin ist Sprecherin bei Russia Today und hat nach der eigentlichen Sendung nochmal ihren ganz persönlichen Senf dazu abgegeben. Sie hat gesagt, nur weil sie bei Russia Today arbeitet, heißt es nicht, dass sie vertritt, worüber sie berichtet. Muss. Sie hat sich ausdrücklich gegen die Vorgehensweise der russischen Regierung ausgesprochen und sich geweigert, den Militäreinsatz zu rechtfertigen. Außerdem hat sich Abby Martin ordentlich darüber ausgelassen, wie falsch über die Situation in der Ukraine berichtet wird. Und das ist krass, wenn man mal bedenkt, dass zum Beispiel Pussy Riot in den Knast kommt, weil sie einfach mal gegen die Regierung sind. Und das dann als Nachrichtensprecherin zu machen in einem Land wie Russland mit Wladimir Putin, wer das Bild kennt, der weiß, worüber ich spreche. Das ist schon eine coole Sache. Hut ab vor dieser Lady. Forrest Gump, den Film mögen ja echt viele. Also wenn ihr ihn nicht kennt, zieht ihn euch mal rein. Ein bisschen muss man weinen, ein bisschen kann man ab und zu auch mal lachen. Was ist denn euer Lieblingsfilm? Postet es unten in die Kommentare. Ich persönlich habe ja keinen Lieblingsfilm, aber ich fand zum Beispiel The Wolf of Wall Street geiler Film. Habe ich mir letztens erst reingezogen. Das waren die Happy News für heute. Welche Story hat euch am besten gefallen? Postet gerne auch unten in die Kommentare. An den Seiten seht ihr noch mehr News. Teilt das Video mit euren Freunden. Daumen nach oben, wenn es gefallen hat. Hier gibt es den Abonnieren-Knopf. Da gibt es Texel Kalibur. Unten in der Videobeschreibung gibt es die Links zu Instagram, Facebook, Twitter und auch zu meinem Kanal. Abonnieren und gut fühlen. Tschüss!